Am 22. Februar kehrt Giancarlo Del Monacos Erfolgsinszenierung Manon Lescaut zurück auf die Leipziger Opernbühne. Doch bevor es soweit ist, müssen die Sänger und das Orchester das Stück proben. Die musikalische Leitung übernimmt dabei der stellvertretende Generalmusikdirektor Anthony Brummell. Als Dirigent muss er sowohl die Musiker als auch die Sänger und den Chor miteinander in Einklang bringen. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, dieser Riesenapparat zusammenzuhalten. Aber ich meine, man darf nie vergessen, die müssen es machen. Ja? Wir sind sozusagen Katalysator, aber die machen es. Und wir müssen es so hinkriegen, dass es möglichst einfach ist, möglichst selbstverständlich ist, was die dann zu machen haben. Manon Lescaut wurde zuletzt vor 5 Jahren an der Oper Leipzig aufgeführt. Die meisten Musiker kennen das Stück noch aus dieser Zeit. Für Anthony Brummell ist es das erste Mal, dass er das Stück an der Oper Leipzig dirigiert. Das Besondere an dieser Aufführung ist, dass es sich dabei um die Urfassung handelt, welche Puccini selbst später revidierte. Somit ist vor allem die Vorbereitung für den Dirigenten enorm wichtig. Das Erste, was ich mache, ist, meine Partitur einzurichten, dass ich schaue, was hat der Komponist gewollt. Ich meine, unsere einzige Methode zu verstehen, was der Komponist beabsichtigt hat, ist da auf Papier. Vielleicht hat er Briefe geschrieben, auch das kommt dazu, dass man versucht zu recherchieren, was hat er gemacht, was waren die Bedingungen damals, warum hat er es gemacht, all das. Das machen wir. Aber erstmals Papier und Tinte. Und das zu verstehen. Du musst erstmal es verstehen. Und das ist für mich eine lange Prozedur, mit viel Schreibarbeit in der Partitur. Andere Dirigenten, es gibt manche Dirigenten, wenn man deren Partituren aufmacht, da ist gar nichts von denen eingetragen drin. Ja? Aber ich bin nicht so, ich brauche das. Das ist meine Art zu arbeiten. Als Dirigent muss er die Partitur sehr gut kennen, denn nicht nur die Musiker, auch die Sänger achten auf ihn. Um die Zeit bestmöglich zu nutzen, organisierte er die Proben von Anfang an als Sitzproben. Das Orchester probt also direkt mit den Sängern und dem gesamten Chor. Der Dirigent gibt das Tempo vor und muss gleichzeitig erkennen, wenn etwas nicht so klingt, wie es klingen soll, und binnen Sekunden analysieren, warum es noch nicht so klingt. Er muss in der Lage sein, mit wenigen Worten seine exakten Änderungswünsche zu kommunizieren, da die Zeit für die Proben oft knapp bemessen ist. Da ist eine wunderbare Beschreibung von einem Dirigenten. Und das ist der Anwalt des Komponisten. Und ich finde es ein sehr, sehr guter Ausdruck. Weil ich will mich nicht vor dem Komponisten stellen. Ich will sozusagen sein Bestes. Manchmal, wenn man sieht, dass ein Komponist meinetwegen viel zu enthusiastisch war mit seiner Dynamik, dass er überall Fortissimo geschrieben hat oder sowas, und man hört die Sänger einfach nicht. Um die Musik besser ankommen zu lassen, muss man was verändern in der Partitur, muss man die Dynamik verändern, sodass dann die Sänger durchkommen. Ich meine, jeder Sänger hat eine unterschiedlich laute Stimme. Jedes Theater hat eine unterschiedliche Akustik. Selbst wie viele Leute im Publikum sind, kann einen Unterschied machen, ob man jemanden von der Bühne hört oder nicht. Also, und da für solche Eventualitäten muss ich eingreifen und sozusagen, was von dem Komponisten angegeben, nämlich Dynamik, verändern. Aber in seinem Sinne. Das ist der Punkt. Und deswegen sehe ich den Dirigent wirklich als Anwalt des Komponisten. Neben der Aufführung am Samstag wird das Stück noch an 3 weiteren Abenden in der aktuellen Spielzeit zu sehen sein.